So, da la. Und was habe ich denn als nächstes vor? Ich weiß es nicht. Ah ja. So, ich habe neue Arten, Verletzungen zu heilen, gelernt. Ah ja, genau. Ich habe jetzt eine Zange und einen Schraubschlüssel. Das heißt, wir können jetzt den Quest hier machen. Es ist schon spät. Komm morgen früh wieder. Du kannst dich ja nicht ausruhen. Ja, klar, ne? Blöd gelaufen. Tja, dann müssen wir extra den Kartenabschnitt verlassen, müssen dann warten und dann wieder reingehen. Das hasse ich am Bunkerstadt. Sobald man Bürger ist, sollte man sich eigentlich auch im Bunkerstadt ausruhen können. Man kann sich ja nur deswegen nicht ausruhen, weil, wenn man kein Bürger ist, hat man ja nur begrenzten Aufenthalt. Dann darf man irgendwie nur, bis 18 Uhr, glaube ich, dort sein und muss dann den Ort hier verlassen. Hey, was mache ich jetzt? Wieso gehe ich denn nicht zu ihr? Hey, was kann ich für dich tun? Willkommen. Bla bla bla. Tauschen. Was haben wir denn hier für Zeugs? Ah, Stimpaks. Die werde ich mir wieder rüberhandeln, wie ich mich kenne, natürlich. Und Bücher. Ich will alle Bücher haben. Und das kostet 5000. Sollte ich aber mit dem Zeug hier zusammenkriegen, was ich habe. Oh, könnte knapp werden. Na komm schon. Reicht's aus? Reicht's aus? Ich habe doch unten noch die Brechstange. Und jetzt? Jetzt tue ich hier echt 17 Gold noch rüberziehen, oder was? Ach komm, da ist doch drauf geschissen. Wer braucht denn die 17 Gold hier? Naja, ich wie es aussieht. Und ich weiß mir immer noch nicht, warum ich die Brechstange aufhebe. So, heute nichts. Jetzt warte ich, bis meine Begleiter da sind, damit ich den ganzen Crap wieder mitnehmen kann. Was du wollen. Willst du wollen? Nerv mich nicht. So, dann haben wir. Ja, da habe ich noch jede Menge Waffen. Oh, scheiße, ich habe. Schau dich mal an, wie viel Schrott ich dabei habe. Oh, ich kann sogar alles tragen, das ist ja Wahnsinn. So. So, dann handle ich mir jetzt noch das restliche Gold und die Zeitschriften rüber. Die ich hoffe, ich nicht gleich lese, weil dann kann ich wieder warten. Oh, und die Munition auch noch. Naja, gut. Ich habe, wie gesagt, jede Menge Gerümpel, dass ich mal loswerden muss. Meine ganzen Begleiter sind schon. Ja, geht fast genau auf. Passt. Ach komm, das bisschen Gold, da kann ich doch drauf scheißen. Komm, handel einfach. Dankeschön. So, dann heute nichts. Danke. Dann reden wir mit, wie heißt sie, Valerie? Ich bin mir nicht sicher. Wenn das nicht der Boss von meinem Papa ist, ich muss eine weibliche Stimme machen. Willst du nur rumstehen und glotzen? Hier ist dein Zeug, weißt schon, Zange und so. Oh, danke, das ist zwar nicht ideal, aber wird schon reichen. Wo hast du denn? Oh, naja, vergiss, ist nicht so wichtig. Gib mir ein bisschen Geld dafür. Hier hast du ein bisschen Geld dafür. Vielleicht kannst du mit dem Werkzeug ja auch deine miese Laune reparieren. Ja, hör zu, ich hab zu arbeiten. Komm doch in ein oder zwei Tagen nochmal wieder. Okay, dann können wir uns in Ruhe unterhalten. Okay, ich bin 2 Tagen. Tschüss. Du hast Valerie zu einem Werkzeug verholfen. Du hältst 250 Erfahrungspunkte. Wunderbar. So, dann gehen wir wieder raus und warten wieder. Wobei ich jetzt hier gleich meine Bücher hätte lesen können. Ich glaube, ein Buch zu lesen dauert 3 Stunden oder so. Mein Geist Oh, jetzt kommt der berührt alte dich Knacker erneut wieder. aus dem Nichts, auserwähltes Wesen. Unsere Ernte ist schlecht. Unsere Reserven sind fast erschöpft. Komm mit dem Geg zu uns zurück. Dein Scheitern ist unser Untergang. Aha. So. Ich habe mir jetzt mal schnell ein bisschen Schokolade reingepfiffen. Yum, yum, yum. So, dann warten wir wieder bis 8 Uhr. Jetzt haben wir 2 Tage gewartet. Und wieder diese Scheißtür aufmachen. Also Leute, ich hasse Bunkerstadt. Ganz ehrlich, Bunkerstadt ist ein abgefucktes Drecksloch. Verzeiht mir meine Ausdrucksweise, aber
Das stimmt. Oh, du wirst es nicht glauben. Einen Tag, nachdem du die Werkzeuge gefunden hast, ist ein super Werkzeug, das ich bestellt habe, angekommen. Aber nicht nur eins, sondern fünf. Was zum Teufel geht in diesem Beschaffungsamt vor? Könntest du mir eins von den Werkzeugkästen abtreten? Warum eigentlich nicht? Was soll ich mit fünf? Nimm ihn dafür, werde ich dem Beamten im Listenamt den Hals umdrehen. Das schwöre ich. Gut. Für mündlichen Dank kann ich gut gebrauchen. Ja, damit haben wir ein super Werkzeug, eindrucksvoller Werkzeugsatz, bla bla bla. Schokolade. So, genau. Dann tue ich mir die ganzen Bücher jetzt reinziehen. Genau, 3 Stunden hat es gedauert, von 8 bis 11 Uhr. So, ich habe noch Punkte zu vergeben. Aber irgendwie will ich sie nicht ausgeben. Deswegen, keine Ahnung. Nom nom. Ja, was mache ich denn jetzt als nächstes? Ich schätze mal, dass ich nach Gecko rübergehen werde und dort ein paar Sachen erledige. Ja. Oh, richtig schön schnell unterwegs. Keine Sorge, Leute, später haben wir das Auto. Dann geht alles ein bisschen flotter. So, 8:30 Uhr, passt sogar von der Zeit her. Dann gehen wir erstmal zum Schrottplatz. Dann sprechen wir jetzt erst mit dem Typen. Hast du schon Woody gefunden? Langsam mache ich mir echte Sorgen. So lange wäre noch nie weg. Sag mal, was du zum Tauschen hast. So, was hat er denn da? Stimpaks. Ich werde bestimmt wieder die 3 Stimpaks rein. Was? Hallo, Blackie? Stimpaks? Rüberhandeln? Bla? Okay. Habe ich, wie es aussieht, nicht gemacht. Keine Ahnung, wieso. Das ist gar nicht mein Spielstil. Hey, bist bei meinem Reparaturkit zurück. Schnapp's dir. Das sind die besten. Also tauschen wir? Ein Deal. Ist ein mächtiger, guter Deal. Du kannst das Teil wahrscheinlich einfach einbauen, dein Auto in Gang setzen. Weißt du, ich könnte noch einen Gefallen tun, dir noch andere Sachen kostenlos reparieren. Wirklich kostenlos? Was muss ich dafür tun? Naja, ich brauche ein verdammtes 3 Stufen Plasma-Transformator. Und der einzige Ort, an dem man so ein Ding wohl kriegt, ist der Versorgungsraum. Bin da nicht mehr so gern gesehen, das war ein kleines Feuerchen. Hätte jemand passieren können. Naja, aber sie lassen mich jetzt nicht mehr in das Reaktorgebäude. Ich brauche jemanden, der mir das Teil besorgt. Und wie kann ich das besorgen? Du musst ein Versorgungsanforderungsformular besorgen. Wenn du das hast, gibst es einfach Jeremy in den Versorgungsraum. Er gibt dir dann jedes verdammte Teil, das du haben willst. Versorgungsanforderungen kriegst du bei Harold wahrscheinlich, oder? Harold oder Festus, genau. Wo finde ich Harold und Festus? Und geben Sie mir das Formular einfach so. Harold ist in der Siedlung und Festus im Reaktorkontrollraum. Aber du musst die Formulare vielleicht unauffällig organisieren, wenn du weißt, was ich meine. Ja, also es ist so, wir haben diese Scheiß-Formulare eh schon. Die kannst du dir einfach im Raum von, also in dem Haus von Harold einfach aus irgendeinem Regal rausnehmen. Und daher ist es recht chillig. Was mache ich denn jetzt? Was du wollt. Tauschen. Ach ja, ich gebe ihm das Ding rüber. Nein, ich gebe es ihm nicht rüber. Da, genau. Clipboard und hier Ersatzteilantrag. Den haben wir, wie gesagt, aus dem Haus von Harold raus. So, das wäre es erstmal. Wunderbar. Ja, ich lasse es einfach mal im Inventar. Wird das Sinnvollste sein. So, dann wieder rein in Reaktor 5. Wir müssen ihn, soweit ich weiß, glaube ich, noch optimieren. Bin mir jetzt nicht ganz sicher. Okay, jetzt gebe ich erstmal irgendwo hin und. Hallo, ich bin Jeremy. Ich bin hier der allmächtigen Vorratsschrank verantwortlich. Ich führe Buch über all die gelagerten Vorräte. Allmächtig? Okay, vielleicht nicht allmächtig, aber verdammt wichtig. Was willst du? Ich brauche was von deinen Vorräten. Tja, wenn du was von den Vorräten willst, brauchst du ein Vollmachtsformular. Hast du das? Ja, hier. Sieht gut aus. Was brauchst du? Ich brauche einen 3-Stufen-Plasmatransformator. Man kann auch so sagen, willst du auch noch wissen, wofür? Aber warum sollte ich das anklicken? Ich speichere ab. Allmächtig. Vorräten.
Was brauchst du jetzt? Ja, gibt eine Warteliste, sonst noch was? Ach, ich habe das andere Ding angeklickt, was keine Ahnung, was das jetzt war. Könnt ihr ja gucken. Hier Strahlstufen Plasmagenerator. Ja, bitteschön. Und dann habe ich ihn. Jo, keine schwere Quest, muss ich sagen. Aber müssen ja nicht alle Quests kompliziert sein. Gut. Also, wir haben soweit alles erledigt. Das Kraftwerk, glaube ich, haben wir das letzte Mal schon normal repariert. Ich glaube, da haben wir es mit dieser Poseidon-Wache angelegt, die uns eine Sturmtruppe auf den Hals gehetzt hat. Was natürlich nicht funktioniert. Aber im Restoration Pack kommt dann wirklich eine Sturmtruppe und haut dich nieder. Die sieht man dann, glaube ich, wenn man weggeht aus Gekko auf der World Map, kommt die dann. So, was mache ich denn jetzt? Ich habe keine Ahnung. Ja, tu jetzt einfach mal Gegenstand anwenden auf. Nimm die scheiß Holodisk. Zack, repariert. 2500 Erfahrungspunkte. Du hast die Optimiervorgang, aber war offenbar erfolgreich. Ja, jetzt läuft alles optimal. Läuft besser denn je. Jo. Dann reden wir mit dem faulen Ghoul, der nicht rein wollte. Ich glaube, Festus war das. Und Level Up haben wir auch bekommen. Sehr schön. Ich bin stolz auf dich. Wahnsinn. Es ist jetzt kühler hier drin. Ja. Der Reaktor ist somit 100% repariert. Und jetzt können wir quasi gechillt weiter. Modok. Stadt. Liebe Chat bei Dr. Troy ab. Aktentasche und NKR und zurück. Und Gecko. Suche wurde den Ghoul für Percy und Error. Error ist natürlich ein toller Quest. Jetzt geben wir erstmal den 3-Stufen-Plasma-Generator ab. Dum, di dum, di dum, di dum, di dum. Super, du hast meinen Plasma-Generator. Danke, ich schulde dir was. Das war es noch gleich für dich tun. Dann. Ich sag dir dann, wie viel es gekostet hätte, aber das war schon bezahlt. Ach so, ja, genau. Lass mich mal überlegen, was du tun könntest. Ja, also der kann uns Waffen upgraden. Ganz sicher könntest du ein Zubehör für dieses Jagdgewehr anbringen. Rufus untersucht dein Jagdgewehr und nickt langsam. Ich könnte dir kostenlos ein nettes, wetterfestes Ziel für ein Rohans Jagdgewehr anbringen. In Ordnung. Oder ehrlich gesagt, zeig mir eine andere Waffe. Und eine andere Waffe habe ich nicht. Aber ganz ehrlich, ich brauche für mein Jagdgewehr kein Ziel für ein Rohr, weil ich werde es sowieso nie verwenden. Und ich weiß auch nicht, was es ändert. Ich glaube, dass die Reichweite dann ein bisschen höher ist, aber pff, braucht doch keine Sau. Da greife ich lieber weiter mit meinem stinknormalen Gewehr an. Das ist viel chilliger. Macht auch mehr Schaden. Und das bisschen Reichweite ist dann eh geschissen. Unser Skill ist sowieso so gering, dass wir auf die Entfernung wenig treffen. Ja, was mache ich denn als nächstes? Ich gehe irgendwo am. Was zum Teufel tue ich denn da? Speichern. Ah ja, ich wollte speichern. Ah ja, okay, dann geht's jetzt mal nach The Den. Wie es aussieht, habe ich jetzt alles für mein Auto. Möchtest du eine Karre, die von Straßenräubern in den Hinterhalt gelockt wird? Ja, möchte ich. Dann werde ich mich nämlich gleich mit den Straßenräubern anlegen. Na, wo ist denn mein Gewehr? Na, wo ist es denn? Natürlich wieder ganz unten. Sehr schön. Ich durfte sogar nochmal schießen. Nur 16. Ah, oh, Cassidy trifft genau. Oh, Cassidy macht gut Schaden. Ach, den habe ich, glaube ich, die H&K gegeben. Oder so ähnlich. Oder irgendein besseres Gewehr auf jeden Fall. So. Ja, unten ist die Karawane. Sulik geht echt ab. Na komm schon. Du kannst 4 Schritte nach vorne gehen. Ah, oder 3 Schritte nach vorne und gezielt schießen. In die Augen. Und natürlich treffe ich dann den Falschen. Ah, wir sind noch ziemlich schlecht zu dem Zeitpunkt, fällt mir gerade auf. Aber die anderen sind auch cool. Wache verfehlt kritisch und hat den Rest seiner Munition verloren. Wache verfehlt. Also die Wachen da unten sind auch ziemlich beschissen.
So, in die Augen. Der muss jetzt aber sitzen. Aber ich treffe nicht kritisch. Das wird sich später auch ändern. Man kann über einen richtig geilen Perk, trifft man fast jedes Mal kritisch, wenn man gezielt in die Augen oder so schießt. Aber lasst euch einfach überraschen. Ihr werdet das, wie gesagt, im Laufe des Let's Plays werden wir noch einige Perks bekommen. Und wenn man ziemlich viele Perks hat, dann summiert sich, sage ich jetzt mal, die Wirkungsweise und es gibt Synergien und was weiß ich nicht alles. Also für ein so altes Spiel richtig geil durchdacht eigentlich. Da gibt es zum Beispiel einen Skill, dass man viel häufiger kritisch trifft, und dann gibt es einen Skill, dass man kritische Treffer dann auch noch mehr Schaden machen. Sowas meine ich jetzt. Dann triffst du fast nur noch kritisch und machst auch noch mehr Schaden mit den kritischen. Also das ist richtig geil. So, ja, wir haben alles gelootet. Und jetzt gehen wir weiter. Schauen wir mal, was da so drin ist. Ja, da ist irgendwie Schmu drin. Keine Ahnung, warum ich das überhaupt durchsuche. Ach ja, genau, weil ich Wurfmesser war da drin. Da war nichts drin. Ich habe sowas eigentlich noch nie durchsucht. Ich kann mir auch eher um. So, kann ich mit denen handeln? Geschäft interessiert? Ja, natürlich. Zeig mal, was du so hast. Er hat ein Stimpack. Ah, er hat Chat. Das ist unser Chat für Dr. Troy. Und jetzt tue ich das Geld noch drauf. Oh, das Stimpack will ich, glaube ich, auch noch haben. Nee, ich scheiße auf das Stimpack. Warum scheiße ich auf das Stimpack? Leute, ich muss das Stimpack mitnehmen. Was ist denn mit mir los? Man kann mir gar nicht beim Spielen zuschauen. Was mache ich denn für einen Schmarrn? Wobei, später im Spiel hat man sowieso viel zu viel von den Stimpacks, also das ist auch sehr intelligent, ne? Erst habe ich Chat gekauft, dann durchsuche ich das Ding da oben und dann sind da zwei Chat-Ampullen drin. Oh Gott. Na gut, das kann man nicht wissen. Und da ist noch ein Scheißhäuschen. Aber da dürfte eigentlich nichts drin sein. Ne, ist nichts drin. So, dann geht's weiter nach The Den. Ja, wir reisen ziemlich schnell. Falls euch das auffällt. Die Geisterfarm. Ja. Oh, eine Zufallsbegegnung. Und zwar das Ölkännchen. Du siehst einen Mann in einer Art Rüstung. Ölkännchen. 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 Erstmal aufs Klo. Da ist nichts. Dann schauen wir weiter. Da liegt übrigens ein Ölkanister. Den heben wir auf. Und da liegt ein Fels. Den heben wir auch auf, der überhaupt nichts bringt. Ja, und dann durchsuchen wir. Die Zufallsbegegnung hier ist übrigens. Man sieht es, seine Rüstung scheint ziemlich rostig zu sein. Diese Zufallsbegegnung ist eine Anspielung an den Zauberer von Oz. Der Typ soll quasi. Gott, wie hieß der Typ in der Blechrüstung? Keine Ahnung, ich weiß es nicht. Wie hieß denn der Typ in der Blechrüstung von Zauberer von Oz? Tja, ich weiß es gerade nicht. Auf jeden Fall ist das hier wie so eine Anspielung, weil der verrostet ist und sich nicht bewegen kann. Ja. So, jetzt kann man da zwei verschiedene Sachen machen. Zufall, nenne ich das jetzt. Jetzt kann man hier so machen, hier laden und den umbringen. Und ich mache wie viel Schaden an ihm? 51. Der macht keinen Schaden. Solik macht natürlich auch keinen Schaden. Er hat ihn an den Unterleib gehauen. Habt ihr das gesehen? Blechner Waldarbeiter wurde ohne Schaden getroffen. Moment mal, ich könnte ja nebenbei, da ich hier nur zuschaue, könnte ich nebenbei schauen, wie der Zauberer von Ost das Ding heißt. Zauberer von Oz. Da, schauen wir mal. Ich hau den gerade nieder, weil ich sehen wollte, wie viele Erfahrungspunkte der gibt. Die Hauptfiguren. So. Wie heißt der jetzt? Ach Gott, wo steht denn das? Palast, Hexe, Weg nach Hause. Ach, ich habe keine Ahnung. Ja, ich versuche den auf jeden Fall umzuschießen, weil ich wissen will, wie viele Erfahrungspunkte er gibt und wie viele Erfahrungspunkte es gibt, wenn ich ihm helfe.
Der hat ziemlich viele Erfahrungspunkte, ziemlich viele Lebenspunkte, 150, und der hat einen ziemlich hohen Schutz wegen der fetten Rüstung, der hat so eine Enklave-Rüstung an. Jetzt hat er nur noch einen Trefferpunkt. Ohne Schaden in den Augen getroffen. So, aber Cassidy schafft's. Und 550 Erfahrungspunkte kriegen wir für ihn. Er hat nichts dabei. Deswegen laden wir nochmal. So, Ölkännchen wenden auf. Zack. Vielen Dank. Kannst du dir nicht vorstellen, wie lange ich hier schon feststecke. Also nimm für deinen Aufwand. Ich muss gehen. Danke. So, jetzt haben wir irgendwas bekommen. Ich weiß allerdings nicht genau was. Ist aber auch egal. Ah ja, wir haben Mikrofusionszellen bekommen. Sogar einige. Der Blechmann. Der Blechmann, so hieß er. Der Blechmann. So hieß dieser komische Typ aus Zauberer von Oz. Das ist der Blechmann. Was für ein toller, innovativer Name. Blechmann. So, jetzt haben wir auf jeden Fall von ihm 150 Mikrofusionszellen bekommen. Und du wurdest kritisch für 3 Trefferpunkte getroffen. Fühl den Schmerz. Ja, hier erstmal mit Nachladen. Und dann in die Augen. Ja, aber wir machen irgendwie überhaupt keinen Schaden. Das ist, manchmal ist es so ein bisschen verbuggt irgendwie. Und dann 45 Trefferpunkte. Ja, da hat Vic ihn tatsächlich umgehauen. Jetzt haben wir zu lange gewartet. Jetzt müssen wir gleich nochmal angreifen. 57 Trefferpunkte, sehr schön. Ja, der dürfte bald tot sein. Ja, wie gesagt, die meisten Zufallsbegegnungen sind eigentlich Anspielungen. Es gibt welche auf die Ritter der Kokosnuss. Es gibt welche auf der Zauberer von Oz. Es gibt welche auf Star Trek. Es gibt welche, die sind eine Anspielung auf Per Anhalter durch die Galaxis. Es gibt jede Menge Zufallsbegegnungen. Alle sind eigentlich relativ witzig, finde ich. Ich liebe Zufallsbegegnungen. Es ist echt, Zufallsbegegnungen sind eines der geilsten Sachen im ganzen Spiel, finde ich. Weil sie einfach lustig sind. Lustig, verstehst du? Ich lache halt gern. So. Gut, das hätten wir auch erledigt. Das Ölkännchen kann man eigentlich wegschmeißen, weil man es nie wieder braucht. Deswegen sage ich Tschüss. Und hier kommen wir nie wieder hin. Genau.